Auf dem Bildschirm sieht Julia Weigelt einen Monat ihres Lebens im Netz. Jede einzelne Seite, von Facebook bis zum Sportverein. Fassungslos sitzt sie vor ihrem Rechner in Eimsbüttel. Denn in den Daten stehen auch heiklere Informationen. Weigelt ist Referentin für Sicherheitspolitik. Ich kann jetzt wirklich sehen, was ich tagelang über bis ins Kleinste gemacht habe. Wo, welchen Eintrag ich mir angeschaut habe, welche Vorträge ich zum Beispiel gerade vorbereitet habe. Und natürlich tauchen hier jetzt auch ganz viele Adressen vom Verfassungsschutz auf, von Themen Terrorabwehr. NDR-Reporterin Svea Eckert hat Julia Weigelt die Daten mitgebracht. Denn solche Datensätze kann man kaufen. Besuchte Seiten, Datum, Uhrzeit. Interessant zum Beispiel für Werbefirmen. Und völlig anonym, sagt die Branche. Doch eine geheime Quelle behauptet, mit wenig Aufwand lässt sich die dazugehörige Person identifizieren. Journalisten gegenüber sind die Datenhändler äußerst zurückhaltend. Doch über eine Tarnfirma kommt ein NDR-Team an so einen Datensatz. Millionen Nutzer, jede einzelne Adresszeile aus ihrem Internetbrowser. Datenspezialist Andreas Deves hilft bei der Auswertung. Sein Algorithmus findet Betroffene, viele aus Hamburg. Ein Spitzenforscher, ein Werbemanager, ein Windenergieingenieur. Für mich war sehr überraschend, wie einfach man eigentlich einen Großteil der Daten de-anonymisieren konnte. Hier kann man eigentlich schön sehen, dass die Privatsphäre des Nutzers in keinster oder kaum einer Weise respektiert wird. In den Profilen Banales, Bedeutendes, aber auch äußerst Intimes. Ein Richter besucht Pornoseiten, auf denen Frauen erniedrigt werden. Ein Kriminalkommissar recherchiert einen Computerbetrug, sucht den Täter in England. Seinen Brief an die englischen Behörden gibt er in den Google-Übersetzer ein. Darin IP-Adresse, Aktenzeichen, alles finden wir wieder. In dem Falle könnte man sich sogar vorstellen, dass ein entsprechender Täter, der sich diese Daten beschafft, dann auch vorgewarnt wird über Ermittlungsdetails, die ihn selber betreffen. Die Methode, wenn Nutzer sich kostenlose Zusatzprogramme, sogenannte Add-ons, installieren, etwa um Werbung zu blockieren, laden sie sich oft unbemerkt auch ein kleines Spionageprogramm herunter. Von nun an wird jede besuchte Seite aufgezeichnet. In dieser Form wohl illegal, sagen Datenschützer, und gefährlich. Wenn ich weiß, was eine Person sich im Netz anguckt, habe ich natürlich möglicherweise ein Druckmittel. Das muss nicht mal Erpressung sein, das kann auch Lobbying sein. Julia Weigelt hat den kleinen Spion sofort von ihrem Rechner entfernt. Experten empfehlen Vorsicht bei jeder Installation und beim Surfen.